Ich habe euch hier ein paar Screenshots gemacht, ne? Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Original noch nie. So, und macht Spaß das Spiel, oder? Wie findest du? Schreib mal rein, das ist geil, ist nicht so geil. Also ich würde es gerne beurteilen können, aber so wie die meisten anderen kann ich es auch nicht. Ja, jetzt komm. Also hast du jetzt wirklich gedacht, wenn wir ganz ehrlich sind, hast du jetzt wirklich gedacht, dass das jetzt zu Release alles vernünftig läuft und vernünftig funktioniert? Na komm, das hast du jetzt nicht wirklich auch selber. Also da lügst du dich jetzt selber an, ne? Erzähl mir keinen. Das Ding ist, ich habe mir eigentlich noch vor ein paar Tagen gedacht, so, soll ich dazu ein Video machen oder lasse ich lieber klein sein? Und dann dachte ich mir so, weißt du was, Zocker, du hast jetzt so viel negatives Zeug über das Spiel erzählt. Das habe ich mir natürlich nicht erfunden. Aber was soll ich denn sagen? Wenn das negativ ist, sage ich, was negativ ist. Wenn was gut ist, sage ich das, was gut ist. Kann ich ja auch nichts dran machen, ne? Und nochmal, das sage ich jetzt auch zum x-ten Mal, ich habe kein Interesse daran, das Spiel schlecht zu reden. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich hätte ein Interesse daran, wenn das Spiel sehr erfolgreich und positiv ist. Und dann kann ich nämlich Videos dazu machen, die sich Leute angucken. Macht also keinen Sinn, ne? Merkst du selber. Aber ich will euch eine Sache zeigen und dazu gehen wir einfach mal, bevor ich nämlich jetzt gleich den Hauptpunkt erwähne, dann muss ich eine Sache vorher zeigen. Und dazu gehen wir einfach einmal auf die Testserverwelle mit der Solar Crown Twitter oder nee, heißt ja jetzt X-Seite. Und dann scrollen wir doch mal ein bisschen runter hier. Und jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Warte mal eben, wann war denn noch mal die zweite Beta hier? Irgendwie 27. bis 30. oder so. Na ne? Gut, dann gucken wir mal kurz. Ah ja, PC-Specs, übrigens auch mal interessant. Also wenn du das Spiel in 4K spielen willst, kann man schon mal spoilern. Auf dem PC, dann musst du dir ein Kernkraftwerk kaufen, ne? Ah, hier. So, wir gehen jetzt hier mal in die Kommentare rein. Direkt darunter haben sie schon geschrieben, uns ist bewusst, dass einige Spiele auf Xbox Series XS nicht Beta zugreifen können, blablabla. Also, ich schiebe es jetzt hier auf eine offene, spezielle Konsole. Das ist schon mal Quatsch, ne? Weil es ging auf der PlayStation genauso wenig. Ne? Ich habe es auch ausprobiert, hat nicht funktioniert, ne? Also, wir können jetzt hier noch weiter in die Kommentare gehen und da können wir, guck mal, hier war da schon einer, oder? Da. I have the PS5-Version, but can't bla. Okay, ich klicke mal, ist verstanden. Die zweite Beta ging auch bei gar keiner Konsole, ne, vernünftig, ne? Und jetzt fragst du dich, ja, was hat die Beta jetzt mit dem Endspiel zu tun? Was labert der da für eine dumme Scheiße? Ja, pass mal auf. Die erste Beta war komischerweise kein Problem. Warum? Die erste Beta konnte nur Leute spielen, die die Gold Edition vorbestellt oder die Gold Edition bestellt haben. Und natürlich sind schon mal die, die die Gold Edition gekauft haben, die wenigsten Leute. So, plus von den Leuten, die die Gold Edition gespielt haben, gekauft haben, sind es ja noch mal sehr viel weniger Leute, die überhaupt die Beta gespielt haben oder spielen wollten oder was auch immer. Viele haben einfach oder wollten einfach bis zum Release warten, der ja eh schon eine Woche eher ist und fertig. Also von den Leuten, die die Gold Edition gekauft haben, hat ja nicht jeder die Beta gespielt, ne? Deswegen, die Server waren okay. Und was haben wir denn dann in der zweiten Beta gesehen? Weil in der zweiten Beta konnten Goldleute und die Silberleute die Beta spielen. Also viel mehr Leute. Natürlich hat auch wieder nicht jeder das gespielt. Aber dadurch, dass wir jetzt Gold- und Silberleute haben, sind das ja viel mehr Leute, die auch die Beta dann gezockt haben. Und was ist passiert? Abgekackt. Und da wollte ich ja eigentlich schon ein Video machen und sagen, kauf vielleicht lieber nicht die Gold Edition, weil ich vermute mal, dass das Spiel nicht so vernünftig funktionieren wird, wenn das eine Woche eher rauskommt, ne? Weil mit Gold Edition kannst du ja ab heute spielen, ab dem 5. September und alle anderen ab dem 12. Und eine Motivation, dass man die Gold Edition kauft, ist ja, okay, ich kann eine ganze Woche eher spielen. Hast du jetzt was davon, dass du das mehr Geld ausgegeben hast? Nein, eben nicht. Deswegen wollte ich eigentlich ein Video machen, wo ich sage, Bruder, kauf das nicht, aber ich glaube, da war sowieso schon zu spät und blablabla. Und dann wäre ich wieder nur der dumme Hater gewesen und keine Ahnung. Aber jetzt haben wir das doch hier. Jetzt ärgere ich mich, dass ich das Video nicht gemacht habe. Denn das Spiel ist jetzt heute final draußen, das Endgame. Ich wollte jetzt hier mir gerne das Endgame mit euch mal zusammen angucken, wie das Beta-Demo-Zeug, was einfach nur scheiße aussieht. Ich wollte mir das schöne Endgame mit euch angucken. Geht aber nicht. Und ich sagte so, wie es ist, mir persönlich ist es am Ende des Tages auch sowas von scheißegal, weil ich größere Probleme in meinem Leben habe, als ob irgendein Spiel funktioniert oder eben auch nicht. Und da ich eigentlich COD-Spieler bin, bin ich es sowieso gewohnt, dass das nicht vernünftig funktioniert, ne? Aber COD muss online sein, sonst kannst du ja keinen anderen, ne, kannst ja kein Multiplayer spielen, macht ja keinen Sinn. Aber dieses Test Drive Unlimited Solar Crown hätte ja auch einen Offline-Modus haben können, ne? Hat's aber nicht. Warum? Keine Ahnung. Brett vorm Korb, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und jetzt weiß ich schon, dass sowieso wieder einer in die Kommentare tippt mit, ja, es ist aber kein AAA, blabli, blub, Hersteller, ein Weg. Das ist mir so scheißegal, ne?
Was ist denn das für eine Dulli-Aussage, Digga? Es ist doch voll die Dulli-Aussage, Digga. Von einem Auto erwarte ich auch, dass es 4 Reifen hat und mich sicher von A nach B bringt. Scheißegal, ob das von irgendeinem verkackten China-Hersteller gemacht wurde, mit irgendwelchen Linglong-Reifen, oder ob das von Mercedes produziert wurde. Das Auto muss mich sicher von A nach B bringen. Ich glaube, da sind wir uns irgendwie einig, oder nicht? Und die hatten ja die Zeit, ne? Heutzutage werden Spiele in einem Einjahresrhythmus, Zweijahresrhythmus rausgeballert und die funktionieren teilweise. Das sind natürlich größere Studios, ne? Die hatten jetzt hier irgendwo zwischen 4 bis 6 Jahre Zeit dafür. Und ich finde, da könnte man auf dem gleichen Level sein wie ein AAA-Dings, ne? So, also, keine Ahnung. Die Diskussion ist total sinnlos. Aber da kommen wir doch jetzt mal zu einer... Also, dass die Server nicht rundlaufen und dass man da nicht sofort direkt ins Spiel reinkommt manchmal und ein paar Mal neu starten muss vielleicht. Ja, habe ich eh erwartet, ne? Wie gerade gesagt. Aber ich habe gerade was gesehen. Da denke ich mir auch nur so, was? Was stimmt denn nicht mit euch, ne? Aber übrigens, ihr könnt ja selber nachgucken, Test Drive war natürlich total überrascht, dass die Server nicht funktionieren. Junge, nicht mal ich bin überrascht. Wie können die denn dann überrascht sein? Ich habe euch hier ein paar Screenshots gemacht, ne? Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Original noch nie. Nicht nur, dass du nicht ins Spiel reinkommst, nein, nein, nein. Es gibt auch noch eine Warteliste, ja? Wie beim Arzt, wenn du ganz normaler Kassenpatient bist, da gibt's eine Warteliste jetzt. Also wenn ich jetzt spielen möchte, obwohl ich dafür 90 Euro bezahlt habe, dann muss ich warten. Er ist jetzt nicht live, ich habe gerade, wie gesagt, ein paar Screenshots gemacht. Warten auf Anmeldung, Position in der Warteliste. Das musst du dir mal reinziehen, Digga. Du zahlst 90 Euro, darfst eine Woche erst spielen und dafür zahlst du ja am Ende des Tages auch die 90 Euro. Man hätte das Spiel auch übrigens für 59 Euro kaufen können, ne? Und wer schlau ist, der hat das auch gemacht. Und wer ganz schlau ist, hat es gar nicht vorbestellt, ne? Aber okay, auf mich hört ja eh keiner. Ja, ich verstehe auch die Position nicht. Meine Position ist 394 von 256. Was heißt das jetzt? Dass nur 256 Leute spielen können oder was? Die lassen aktuell nur 250 Leute auf die Server oder was sollen wir das jetzt sagen? Und fast 400 warten gerade oder wie? Ich starte bei 94, dann bin ich 78, 74, 72 und was, dann ist das gekommen. Dann kam das. Anmeldung nicht möglich. Aber jetzt stell dir mal vor, du wartest jetzt schon eine Stunde bis so auf Platz 10 und denkst so, jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los und dann so, nee, Anmeldung nicht möglich. Dann kannst du dich nochmal hinten anstellen. Das kannst du dir nicht aus. Ich hab sowas noch nie gesehen, wirklich. Wir tryen das mal. Vielleicht funktioniert. Okay, wir haben Quick Resume. Ich habe das Spiel gar nicht geschlossen. Dann gehen wir nochmal frisch rein. So. So, drück eine Taste. Okay. Und da sind wir wieder in der Warteschlange. Also, es sieht so aus, als könnten wirklich nur 256 Leute spielen. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein, oder? Also, ich bin jetzt gerade auf der Xbox. Es kann sein, dass es vielleicht 256 pro Plattform sind oder so. Keine Ahnung, kann natürlich auch sein. Also, 221 Leute sind jetzt vor mir dran, in das Spiel spielen zu dürfen, obwohl sie dafür 90 Euro bezahlt haben. Und jetzt können wir warten, bis wir entweder bei 0 angekommen sind. Aber ich vermute, dass vorher irgendwann gleich das Spiel wieder sagt, Anmeldung nicht möglich. Ich kann ja nochmal einen Zeitraffer machen. Pass auf, wir machen das jetzt mal. Wir gucken mal, was passiert. Ah, guck mal hier. Abgekackt. Jetzt habe ich nicht gesehen, bis wo es ging. Wir waren auf jeden Fall knapp unter 200. Jetzt ist es down. Also, ich habe nicht mal die Möglichkeit, reinzukommen. Weil, wie lange habe ich jetzt gewartet? War jetzt gar nicht so lange. Ja, 10 Minuten. Ja, 10 bis 11 Minuten waren das jetzt ungefähr. Und jetzt sagt der Anmeldung nicht möglich. Ja, schade Marmelade. Wie kriege ich jetzt mein Geld zurück? Ja, keine Ahnung, was soll ich dazu sagen? Ich kann es jetzt im Hintergrund nochmal durchlaufen lassen. Also, ich denke mal, ist klar, ne? Übrigens, das Spiel kam ja dann heute am 5. September um 10 Uhr morgens raus für die Leute, ne? Und das haben sie dann auch direkt um 10 Uhr pünktlich gepostet bei X. Und danach kam schon um 11 Uhr noch ein Tweet von dem, und zwar, dass sie wissen, dass manche Spieler ein Problem haben, das Spiel halt zu spielen. Kommen halt nicht rein, ne? So. Und dann um 14.50 Uhr, manche Spieler sind immer noch, es ist immer noch unmöglich, das Spiel zu spielen. Und die arbeiten halt da dran, was auch immer, blabiblub. So. Und jetzt gerade, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist es gleich 19 Uhr. Ne? Hier. So. Ist gleich 19 Uhr. Und es geht immer noch nicht. Und was ich ja noch cooler finde, ist diese tolle Warteliste, weil ich eh schon mal eine Frechheit finde, auf eine Warteliste zu kommen, wenn du 90 Euro bezahlt hast. Aber dann kommst du trotzdem nicht rein, weil es dann abkackt. Ich bewerte das einfach gar nicht. Und ich sage euch ganz ey, mir ist es auch sowas von scheißegal. Das kannst du dir nicht ausdenken, wie scheißegal mir das ist, ne? Also die Leute, die meinen, ich reg mich darüber auf, nee, es ist mir Latte.
ich spiele mir hier gleich noch ein bisschen eine Nudel und dann spiele ich ein bisschen Forza oder so, keine Ahnung. Mein Leben hängt nicht von diesem Spiel ab, weißt du, was ich meine? Dann geht's halt nicht, ja? Und ist mir egal. Ich reg mich nur für die Leute auf, für die das wirklich viel Geld ist und die sich gedacht haben, boah, komm, ich investiere das jetzt mal und dann kann ich sogar eine ganze Woche eher spielen zum Beispiel. Und die haben sich halt drauf gefreut und das fühle ich auch. Ja, kenne ich selber von früher. Ach so, wer jetzt vielleicht denkt, ja, dann die normalen Leute, das ist ja dann übrigens am 12. September, die dann spielen können, also in 7 Tagen. Also wer glaubt, dass das in 7 Tagen anders aussieht, da mache ich jetzt schon mal eine dicke Spoilerwarnung, das wird nicht anders aussehen. Es wird besser sein, aber es wird genau solche Probleme geben wie jetzt. Warum? Jetzt gehen die nämlich erstmal hin und versuchen, das Problem zu beseitigen. Das heißt, sie müssen ja eigentlich irgendwie stabilere Server auf die Kette kriegen und irgendwie dahin stellen. Die müssen vielleicht einen größeren Serverraum bauen. Die müssen mehr Server kaufen und aufstellen. Keine Ahnung. Das Problem ist aber, dass ab dem 12. September noch viel mehr Leute das Spiel spielen können als jetzt. Ne? Weil jetzt können das nur Goldleute. Und jetzt sagen wir mal, von 100% haben vielleicht 10 bis 20% die Gold Edition gekauft. Als Beispiel. Denke ich mir jetzt gerade selber aus, die Zahl gibt es keine Dings zu, ne? Aber das könnte realistisch sein. Und jetzt stell dir mal vor, 80% mehr Leute können dann in 7 Tagen auch noch spielen. Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.